So, meine Freunde, wir sind heute in Berlin. Die Sonne ist da, ich habe sie mitgebracht aus Spanien. Und was machen wir hier? Natürlich, wir machen jetzt endlich in Berlin unsere Filiale auf mit dem Mutlu zusammen. Der wird es hier alles leiten mit dem Mail. Mail wird sich um alles kümmern. Die Software kommt natürlich von mir, ja, weil auch wenn ich nicht hier bin, würde ich die Jungs mit Software hier beliefern. Ihr bekommt höchste Qualität von mir persönlich. Jetzt gehen wir mal rein, Pippo, und zeigen wir denen mal, was hier so los ist, ne? Was für Autos hier sind. Und ganz viele Menschen schon, wir wissen seit 11 hier, das geht so bis 17 Uhr, 18 Uhr, die kommen und gehen, es gibt was zum Essen und natürlich das Wichtigste, sehr viele tolle Autos. Salam alaikum! Tell me what's the vibes, what's the moves? Yeah, I just hit a Mikey for the juice. Yeah, ain't no capping, I'ma tell the truth. I've been winning for so long, it's hard to lose. Yeah, deal, be my source, Christian like Dior. Yeah, I can't stall when I'm far, just get back up. Yeah, I've been quiet all along on my tippy toes. Yeah, I can't keep it to myself, I just give and go. I'm a visionist, yeah, you can't picture this. Yeah, ain't no way you can outwork me, boy, I live for this. Yeah, sipping essential, that's the essentials, I'm influential. Yeah, straight from the mental, that's fundamental, on instrumentals. Yeah, speed of the tempo, yeah, we got potential. Shoot a movie like I'm Denzel, running my route to the end zones. Tell me what's the vibes, what's the moves. In den Autos, und ihr müsst abstimmen, welches Auto den besten Klang hat. Enttäuscht mich nicht, ihr wisst, was ich gerne fahre. So, als erstes haben wir ein 488 Pista. Alles original, noch alles original. Ich gebe Gas. So, also, jetzt hören wir uns das Ding an. Originaler 488 Pista. Das halt natürlich jetzt ein bisschen, weil da die Mauer dahinter ist, gell? Die wird sich wahrscheinlich ein bisschen laut anhören. Wenn ich jetzt so die C-Klasse dahin angucke, dann könnte ich schwören, dass der wahrscheinlich lauter ist wie der Ferrari, ne? Willst du mal anmachen? Achso, komm, zeig mal den C63. Ja, von der Lautstärke her nicht unbedingt lauter, aber der hat Reichen hinten drin, ne? Und das wird. So, was haben wir hier noch? Ein Lamborghini. Was glaubst du? Wird er sich besser anhören wie der Ferrari? Definitiv. M6? Ja. Wer hat den M6? Du? Also, soeben hat uns jemand gesagt, BMW M6 sei besser wie Lamborghini. Wollen wir uns das mal anhören? Ja, BMW klar. M6, komm, wir haben alle zum M6 rüber. Wunderbar, hört sich das an. Die Frage ist da der Cut noch drin? OPF 100%, OPF sogar. OPF und Cut. Sie flunkern doch. Hä? Sie flunkern doch. Ich flunker, Egger. 4 Cuts hintereinander. So, was denn als nächstes, Mutlu? Pippo, jetzt 488 Pista, Downpipes, Software. Das Ding war sehr, sehr schnell auf dem Race 1000. Wir haben fast alles zerstört da. So. Immer schön einatmen, einatmen. Das ist besser wie jede Zigarette. Ich wollte mir die Scheibe da hinten schlagen bei dem Lambo. Pippo, Porsche wird gewinnen. Ich weiß es. Gucken wir mal. Achtung, sonst brennt er dahinter an mit der Jacke. Vorsicht, da kommt Flamme raus. Sehr schön. Immer weiter atmen. Wenn ihr euch gleich so ein bisschen dizzy fühlt, so ein bisschen schwarz, liegt an der Abgase, ist kein Problem. Vergeht eine halbe Stunde. Der Adi ist es gewohnt. Ich war in Dubai. Ich weiß, worüber er spricht. So, und jetzt letzte Auto, GT2 RS natürlich. Das sind wir halt auf. Nee? Erstmal die. Okay, der Challenge. Steig du mal bitte. Ah, ich? Okay. Ich muss gucken, wann wir das Ding anmachen. Ja, genau. Warte mal, deine Tochter hat ja, muss ich mir ja noch einen Schlüssel bringen. Nee, du brauchst ja nicht. Ja, ich weiß. Wir sind, da fehlt noch Strom. Irgendwas hast du nicht angemacht.
Duster. Lero. Naja, ganz wichtig bei dem Rennfahrzeug ist die Rückfahrkamera, habe ich gerade gesehen. Das Beste kommt zum Schluss. Ach, noch zwei? Ah, den SVJ. Also, was glaubt ihr, was sich besser anhört? Avantador oder GT2 RS? Was glaubt ihr? GT2? Beide Serie oder nicht? Avantador ist Serie. Ja. GT2 hat Downpipes. Oh, das wird ein gutes Rennen. Ja? Porsche all day long. Sag ich auch. Wir müssen gucken, dass man nicht die falsche Hand hoch tut, dann machen wir wieder linke, gell? Gut, also. Machen wir erst Avantador. Gucken wir mal. So, Pivo, es geht weiter. Das letzte Auto heute, Soundcheck. Mein Favorit natürlich, GT2 RS. Gucken wir mal. Ja, der Porsche hat einen Applaus verdient. Porsche ist die Macht. Ja. Was meint ihr denn? Was war jetzt so vom Klang her am schönsten? Der war noch nicht an. Also für mich war GT2 RS. Okay. GT2 RS. Ja. Vom Klang her, es hört sich kernig an, ist halt. Das andere ist, diese V12 sind einfach zu hoch vom Klang, ne? Das ist so, ja, die ja, schreien halt Porsche. Und Porsche ist Porsche, Bebo. Wir nähern uns dem Ende jetzt, wir machen Feierabend, wir machen die Tore zu und ab nächste Woche geht es dann los, ab Montag kann man dann hier ganz normal alles machen. Wie gesagt, auch wenn ich nicht hier bin, macht euch keine Sorgen, die Software kommt wirklich nur von mir, der Mutlo oder der Mile, die Jungs, die sind hier, die beraten euch und wenn ihr natürlich mit mir sprechen wollt, ist es kein Problem, wir leben in 2022, das heißt FaceTime, wir quatschen kurz über FaceTime über euer Auto, ihr sagt mir genau, was ihr machen wollt und dann bekommt ihr auch die passende Software von mir und so müssen die Berliner jetzt nicht mehr so weit fahren. Ich habe nämlich sehr viele Kunden aus Berlin gehabt. Die sind wirklich zu mir nach Bad Mergentheim gefahren. Ja? Das sind 500 Kilometer oder so. Ja? Und jetzt könnt ihr direkt, wir sind wirklich fast zentral in Berlin hier, kommt einfach hierher und dann machen wir das schon. Vielen Dank für deinen Besuch. War sehr schön, dass du hier warst. Und ich freue mich schon auf deine Karre, wenn ich die hier schneller machen kann. Gell? Ihr wisst Bescheid, PP Performance Berlin. Heute die Eröffnung. Jimmy Pelka, Mutlu Taschew, kommt vorbei, wenn ihr eure Autos schneller machen wollt. PP Performance Berlin. Stay high.